Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, die Weihnachtstage sind vorbei und der Jahreswechsel steht bevor. In dieser Zeit macht man sich als Kommunalpolitiker Gedanken über das vergangene Jahr und richtet sich gleichzeitig der Zukunft zu. Für den Markstein Wiesen kann ich sagen, dass wir wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen haben. Liebe Mitbürger, bei unseren Entscheidungen und Planungen wollen wir immer auch Sie mit in die Entscheidungsfindung mit einbinden. Natürlich haben wir mit unserer Steuerungsgruppe, mit unserem Kerndemsprecher Wieland Bayer-Kuhnlein und dem Sprecher von Steinwiesen Aktiv, Rainer Koper, tatkräftige Unterstützung bei unserer Gemeindeentwicklung. Wichtig für uns ist, dass alle gesellschaftlichen Gruppen in der Gemeinde auch zusammenarbeiten. Dazu gehören Vereine und Verbände und Organisationen, genauso wie die Schule und die Kirche. Von Seiten des Marktes Steinwiesen wollen wir immer auch das ehrenamtliche Engagement unterstützen. Gemeinsam Ideen entwickeln und gemeinsam Dinge umsetzen ist unsere Zielrichtung für die Kommunalpolitik. Wie gesagt, ist die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden für uns sehr, sehr wichtig. Dieses ehrenamtliche Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger wollen wir auch in der Zukunft unterstützen, denn das Selbstwertgefühl der Bevölkerung gilt es auch zu steigern. Ich denke, die Renovierung des Rollenbergkreuzes hat gezeigt, wie man eine Idee auch in die Tat umsetzen kann. Mein Dank gilt Siegfried Bezikowski, der federführend hier tätig war. In der kommunalen Kooperation im oberen Rodachtal geht es langsam, aber es geht weiter. Gemeinsam mit der Stadt Weihenfels haben wir unser Stadtbau-Umbaumanagement fortgesetzt. Im touristischen Bereich arbeitet auch Rodachtal mit uns noch zusammen. Das Stadtbau-Management wird die Schwerpunkte vor allem auf das Leerstandsmanagement der Gemeinde legen. Gemeinsam mit unserem Büro Planwerk und DSK wollen wir ein Leerstandskataster erstellen, um auch die leerstehenden Häuser einer Nutzung zuzuführen. Wenn die Eigentümer bereit sind, erstellen wir ein Exposé, dieses wir dann an Interessierte weitergeben können. Gleichzeitig haben wir mit dem kommunalen Förderprogramm der Städtebausanierung auch einen Schwerpunkt gelegt für die Sanierung alter Häuser, die im Stadtumbaugebiet liegen. Dort können Förderungen bei Marktstein Wiesen beantragt werden, sind immerhin 30%, maximal 20.000 Euro pro Anwesen. Ich möchte mich auch für die gute Zusammenarbeit bei den Mitarbeitern des Stadtbau-Umbaumanagements bedanken. Mit unserem Rodachtaler haben wir auch dazu beigetragen, dass Sie selbst, Sie, lieber Steinwiesner, die Geschäfte unterstützen können. Diese Gutscheine können Sie auch in der Gemeinde Steinwiesen sowie bei der Raiffeisen Volksbank und der Sparkasse erwerben. Somit haben Sie die Möglichkeit, auch einen kleinen Beitrag zur Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Region zu machen. Das Generationenkonzept ist bei uns im Lauf und einige Projekte stehen an. Das gute Miteinander im Gemeinderat, liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, war auch Voraussetzung dafür, dass wir Steinwiesen weiterentwickeln konnten. Deshalb gilt mein ganz besonderer Dank allen, die hier Verantwortung im Gemeinderat übernehmen. Parteipolitische Dinge stehen bei uns hinten an. Wir kümmern uns um die Entwicklung unserer Heimatgemeinde. Ein kleines Fazit der Gemeindeentwicklung für 2017. Ich denke, die Grundversorgung in Steinwiesen ist gesichert und gilt es auch für die Zukunft zu sichern. Mit den Fördermitteln der Städtebauförderung haben wir einige Infrastruktur im Ort verbessern können. Ebenso ist Steinwiesen aktiv dabei, tatkräftig uns bei den Projekten zu unterstützen. So wird ein kleiner Gebetsweg entstehen, wo wir die Kirchen und die christlichen Symbole in Steinwiesen in einem Prospekt zusammenfassen, damit auch die Einheimischen, aber auch die Gäste hier die Vorzüge unserer kirchlichen Einrichtungen kennenlernen. Die Vorzüge Steinwiesen als kleine Gemeinde im ländlichen Raum gilt es natürlich immer wieder herauszustellen. Die Menschen, die wegziehen, müssen wir reduzieren. Wir wollen Zuzug schaffen und Zuzug können wir nur schaffen, wenn wir auch die Voraussetzungen für junge Familien schaffen und Wohnraum zusätzlich bereitstellen. Deshalb ist es auch wichtig, neben diesen starken Standortfaktoren die weichen Standortfaktoren auszubauen. Das gilt für die Betreuungseinrichtungen von den Kindern bis zu den Senioren und auch für Wohnungen, die wir bereitstellen wollen. Ich möchte darauf hinweisen, dass aufgrund der großen und wirtschaftlichen Steuereinnahmen auch der Markt Steinwiesen in finanzieller Sicht etwas besser gestellt ist. Aus diesem Grunde wollen wir ein Nutzungskonzept für die Kulturhalle erstellen.
Die Vereine werden eingebunden und sobald dieses Konzept steht, wird die Fördermöglichkeit im Rahmen der Städtebauförderung geprüft. So können wir in 2 bis 3 Jahren die Kulturhalle sanieren, damit sie auch für Veranstaltungen im breiten Spektrum der Kultur zur Verfügung steht. Die Nordostbayern-Initiative des Freistaats Bayerns hat dazu beigetragen, dass wir einige alte Häuser abreißen konnten. So wurde in Nuhren und in Neufang ein älteres Haus, das baufällig war, abgerissen. In Steinwiesen wollen wir das ehemalige Wohnhaus bei der ehemaligen landwirtschaftlichen Schule ebenfalls abreißen und dort eine kleine Anlage erstellen. Ursprünglich war eine Musterferienwohnung geplant, das mussten wir aber leider absagen, da die Kosten zu teuer waren. Das alte Rathaus wird saniert, auch aufgrund dieser Initiative. Dort entstehen 6 Wohnungen für unsere Mitbürger. Allerdings müssen wir 7 Jahre lang 4 Wohnungen für alle Kandidatenbewerber zur Verfügung stellen. Letztlich hat die Förderung dazu beigetragen, dass wir auch dieses historische Gebäude in Steinwiesen erhalten können. Über das Programm des Bundes, über die Barrierefreiheit, haben wir die Pausenhalle und die Schule im Eingangsbereich saniert. Dort entsteht ein barrierefreier Eingang und die Pausenhalle wird erweitert. Diese Mittel des Bundes sollen auch im Jahr 2018 fließen. Im Bereich der Dorferneuerung haben wir Schwerpunkte gesetzt in Birnbaum, wo die lange Seite mit über 1 Million Euro ausgebaut wurde. Der 2. Bauabschnitt ebenfalls mit 1 Million Euro wird 2018 angegangen. Erfreulich ist hierbei, dass wir 90% Förderung vom Freistaat Bayern für diese Maßnahme bekommen und somit auch die Bürger über die Ausbaubeiträge für die Straßen entlastet werden. In Schlegesheid wird ein kleines Gemeinschaftshaus entstehen. Die Dorfgemeinschaft hat einen Verein gegründet und wird dieses Haus dann auch pflegen und unterhalten. Auch hier zeigt sich, dass die enge Anbindung oder der enge Kontakt mit der Bevölkerung auch langsam Früchte trägt und wir Stück für Stück Projekte gemeinsam umsetzen können. Damit wir dies alles finanzieren können, haben wir in den letzten Jahren vom Freistaat Bayern sogenannte Stabilisierungshilfen bekommen. Von 2013 bis 2017 waren es 1,8 Millionen Euro, die uns der Freistaat Bayern geschenkt hat, ja zur Verfügung gestellt hat, um eben die Schulden abzubauen und gleichzeitig aber auch investieren zu können. Es hat sich gezeigt, dass unser langer Kampf um die Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen beim Freistaat Bayern gelohnt hat. Ich selbst war in verschiedenen Kommissionen dabei und habe persönlich mit dem Finanzminister Markus Söder diese Dinge besprochen und auch er wird weiterhin die Kommunen, die finanziell schlechter gestellt sind als die in den Ballungsräumen, unterstützen. Dafür gilt es Dank zu sagen dem Freistaat Bayern. Unser Flehen und unser Veto ist angekommen. Der Freistaat Bayern kümmert sich auch um die nordbayerischen Gemeinden. Das ist gut so und es ist richtig und soll auch in der Zukunft so bleiben. Im Bereich des Tourismus werden wir weitere Schwerpunkte setzen. Aufgrund eines Förderprogramms haben wir eine Tourismusfachkraft für 1 Jahr eingestellt, die den Tourismus mit neuen Angeboten nach vorne bringen soll. Die Frau Sandra Heitz wird gemeinsam mit der Katrin Franz und der Sabrina Greiler-Lahr das Büro leiten und entsprechende Beratungen auch für die Gastronomen, für die Privatvermieter und für die Ferienwohnungsbesitzer anbieten. Wir haben erkannt, dass nur mit speziellen Angeboten Gäste in unserer Region geholt werden können und diese Alleinstellungsmerkmale wollen wir weiter verstärkt ausbauen. Ich denke dabei auch an die Flößerei in Wallenfels, an das Thema Holz hier in Steinwiesen mit der Deichschneidmühle oder auch das Thema Klöppeln und grünes Band in Nordhalben. In diesem Bereich gilt es natürlich, weiterhin Schwerpunkte zu setzen, denn nur wenn Qualität angeboten wird, kommen Gäste zu uns und die bringen natürlich auch Kaufkraft für die Region. Herr lieber Steinwiesener, die Nationalparksituation hat auch 2017 uns erschüttert. Wir dachten am Anfang, es ist positiv, wenn hier zusätzliche Mittel in einen Nationalpark in Frankenwald fließen, beziehungsweise erstmals untersucht wird, ob überhaupt ein Nationalpark bei uns in Frage kommt. Für mich als Bürgermeister und auch für meinen Kollegen Jens Korn und Michael Böhnlein war es keine leichte Aufgabe. Wir mussten schwere Kritik einstecken, ohne etwas dafür zu können. Es hat sich aber auch gezeigt, dass sich das Demokratieverständnis in der Bevölkerung bei uns nicht nur in Steinwiesen, sondern denke auch in ganz Deutschland geändert hat. Mit wenig plakativen Aussagen bringt man Massen hinter sich, ohne nähe sachliche Informationen überhaupt anzunehmen. In meiner 20-jährigen Bürgermeistertätigkeit habe ich so etwas noch nicht erlebt. Und wir müssen alles tun,
damit wir nicht verlangen, sachlich zu diskutieren, zu entscheiden und dann auch Mehrheitsentscheidungen anzuerkennen. Dies wollen wir in der Zukunft tun und aus dieser Nationalparkdiskussion haben wir auch Ideen entwickelt. Jens Konrad hat Gespräche mit der Hochschule in Weihenstephan geführt, um eine Außenstelle hier im Landkreis Kronach zu platzieren. Ich selbst habe verschiedene Angebote und Ideen eingebracht, wie zum Beispiel die Köhldalsperre besser vermarktet wird. Diese Ideen sind auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Bayerischen Staatsforsten haben die Idee aufgegriffen und auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten steht hinter diesen Ideen. So wollen wir 2018 in die Naturschutzgebiete geführte Wanderungen anbieten, wo dort dann auch Fachleute die Spezialitäten unserer Natur erklären. Ich denke, dieser Aha-Effekt bei den Gästen wird dazu beitragen, dass wir ein weiteres Alleinstellungsmerkmal erarbeiten und somit mehr Gäste hier bekommen. Gleichzeitig haben wir auch den Naturschutz und den Frankenwaldverein mit den Ortsgruppen hier im oberen Rodachtal dazu eingebunden, sodass wir gemeinsam auf einem richtigen und guten Weg sind. Und ich hoffe, dass wir diese positiven Dinge aus der Nationalparkdiskussion auch umsetzen können. Die Breitbandversorgung in Steinwiesen ist zum großen Teil abgeschlossen. Es gibt weitere Förderprogramme, um das Glasfaserkabel auch bis ins letzte Haus zu bringen. Auch die Einöden sollen gefördert werden. Die entsprechenden Förderanträge bzw. Machbarkeitsstudien haben wir beauftragt, da diese auch vom Bund bezuschusst werden. Letztlich gilt mein Dank aber der Firma Dyker Meterings Smart Service, die hier in Steinwiesen, aber auch in den Ortsteilen die Breitbandversorgung sicherstellen. Eine Firma, die kurze Wege hat, der Sitz ist in Eila, der Service funktioniert, die Reklamationen funktionieren und auch die Technik vor allem funktioniert hervorragend. Mein Dank an alle, die dort wertvolle Dienste für uns leisten. Bei den Kindertageseinrichtungen, die sogenannten sanften Standortfaktoren, werden wir auch in der Zukunft auf die Kirchen setzen. Mit Neufang und Steinwiesen verfügen wir über 90 Kindergartenplätze und 36 Krippenplätze. Ich denke, es ist eine Quote, die sich sehen lassen kann im Landkreis Kronach. Wir wollen alles tun, damit wir diese Einrichtungen weiterhin ausbauen und festigen, weil wenn diese Einrichtungen fehlen, gibt es auch keinen Zuzug von jungen Familien. Im Bereich der Betreuung der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gilt mein Dank der Sozialstation, der Caritas hier in Steinwiesen. Sie sind, ich sage es mal im Anführungsstrich, unsere kleinen goldenen Engel in Steinwiesen, die sich um bedürftige Menschen, um pflegebedürftige Menschen in Steinwiesen kümmern. Gleichzeitig wollen wir mit einem Projekt der Caritas in der Heimat wohnen, versuchen, im Gerberhaus hier Wohnungen zu erstellen, wo Menschen betreut werden können oder auch selbst dort wohnen und wie eine Art Quartiersmanagement aufbauen, wo sich die Menschen erkundigen können über die verschiedenen Lebenssituationen im Alter, von der Betreuung bis auch zu sozialen Diensten. Das Bayerische Rote Kreuz leistet bei uns mit dem Mehrgenerationenhaus einen wichtigen Beitrag für die Menschen vor Ort. Den Mitarbeiterinnen des BRK gilt mein Dank. Sie kümmern sich vor allem um die Ferienbetreuung, sie kümmern sich aber auch darum, wenn es geht, Informationsveranstaltungen über Betreuung, über Gesundheit und gesunde Lebensweisen zu machen. Liebe Steinwiesner, die gemeindlichen Einrichtungen, für die wir zuständig sind, kann ich als gesichert betrachten. Die Wasserversorgung und die Abwasserversorgung sind gesichert. Wir haben kostendeckende Gebühren, sodass es auch 2018 zu keinen Erhöhungen kommt. Die Friedhofsgebühr, haben Sie vielleicht gelesen, müssen wir leicht anpassen zum 01.01.2018. Das Erlebnisbad Steinwiesen, hier wirtschaften wir leider keine Gewinne, sondern Verluste. Wir wollen aber diese Einrichtung für Sie, liebe Steinwiesner, und für alle, die die Einrichtung besuchen, auch in der Zukunft erhalten. Im Bereich des Schulwesens haben wir die Grundschule gesichert. Die Mittelschule ist seit 1. September in Kronach untergebracht. Es besteht zwar noch der Schulverband, aber im Jahr 2018 wollen wir über die Organisation des Mittelschulverbundes weiter reden. Im Bereich des Feuerschutzes gilt mein Dank den Feuerwehren in den Ortsteilen, aber auch in Steinwiesen. So ist geplant, 2018 ein neues Feuerwehrfahrzeug für Steinwiesen zu erstellen und Stück für Stück auch den Feuerwehrleuten das modernste Feuerlöschgerät zur Verfügung stellen. Liebe Steinwiesener, die Herausforderungen der Zukunft gilt es zu meistern. Dies gelingt nur, wenn Sie alle hinter unserer Kommunalpolitik stehen,
Denn wichtig ist für uns, dass die Bevölkerung, sie alle, das akzeptieren, was der Gemeinderat entscheidet und der Bürgermeister umsetzt. Die Flüchtlingsproblematik wird uns auch in Steinwiesen weiter beschäftigen. Ich denke immer daran, dass es nicht zur Überforderung der Bürger kommen kann. Vor allem die Neiddiskussionen werden dazu beitragen, dass die sozialen Spannungen zunehmen. Hier ist aber die große Politik gefordert, endlich den Leuten auch die Wahrheit zu sagen, dass es nichts zum Nulltarif gibt, dass es viel Geld kostet und dass natürlich auch die Umsetzung der gesamten Flüchtlingsproblematik und Asylpolitik schwierig ist. Liebe Steinwiesner, wir wollen dazu beitragen, dass wir auf demokratischer Basis den Menschen helfen, die zu uns kommen, die auf der Flucht sind und wirklich politisch verfolgt sind. Alle anderen müssten über ein Einwanderungsgesetz eben zu uns kommen, das voraussetzt, dass sie auch hier sich selbst ernähren können, dass sie einen Job haben und entsprechend auch dazu beitragen, unser Sozialsystem zu stützen. Für uns in Steinwiesen kann ich aber sagen, dass die Grundversorgung zurzeit noch vorhanden ist. Wir wollen die Lebensmittelgeschäfte, die Gasthäuser, die Bäckereien, die Metzgereien und die ärztliche Versorgung sowie die Handwerker vor Ort unterstützen. All das haben wir noch in Steinwiesen und dafür gilt es, in der Zukunft einzutreten. Es wird zwar immer schwieriger, diese Grundvoraussetzungen zu halten, aber wir sind dafür da, der Bürgermeister mit seinem Marktgemeinderat und seiner Verwaltung dafür zu sorgen, dass Sie in Steinwiesen diese Grundversicherung noch viele, viele Jahre vorfinden können. Die zurückgehenden Einwohnerzahlen natürlich gilt es zu stoppen. Wenn es uns gelingt, nur 10% der Wegzüge und 10% vielleicht der Zuzüge zu erhöhen, beziehungsweise zu reduzieren und zu erhöhen, dann können wir diesen Wanderungssaldo ausgleichen. Gleichzeitig müssen wir attraktiv sein als Wohnort, damit Menschen von außerhalb sagen, in Steinwiesen ist alles vorhanden, dort gehe ich hin, dort möchte ich eine Wohnung mieten oder ein kleines Haus bauen und mich dort niederlassen. Dies ist unser Ziel und deshalb rufe ich Sie auf die eigenen Stärken zu erkennen. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass wir viele Dinge für selbstverständlich halten und erst merken, wenn sie einmal verschwunden sind, dass sie wichtig sind. Wir wollen natürlich mit diesem Schwung und Elan auch in der Zukunft dafür sorgen, dass wir uns selbst auch etwas wertschätzen, dass wir das Selbstwertgefühl stärken. Sie alle, wir in der Kommunalpolitik, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir machen Politik für die Bürger, für unsere Mitmenschen vor Ort und für unsere Heimatgemeinde. Insgesamt darf ich feststellen, dass der Markt Steinwiesen sich 2017 sehr positiv entwickelt hat. Mein Dank gilt allen Betrieben, die Arbeitsplätze vor Ort zur Verfügung stellen. Wir haben in Steinwiesen 717 Arbeitsplätze, immerhin eine Steigerung von fast 60 im Vergleich zum Jahr 2009. Also keine Verringerung, sondern die Arbeitsplätze nehmen auch ständig, wenn auch im bescheidenen Rahmen zu. Das ist wichtig und diese Arbeitsplätze werden nicht vom Markt Steinwiesen oder vom Freistaat Bayern oder von der Bundesrepublik zur Verfügung gestellt. Nein, es sind Arbeitsplätze, die von ortsansässigen Firmen, Handwerksbetrieben, Dienstleistern hier kommen und dafür gilt mein recht herzlicher Dank. Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, die uns 2017 unterstützt haben und hoffe, dass Sie uns auch 2018 weiter unterstützen. Mein Dank gilt, wie schon am Anfang gesagt, natürlich den Vereinen, den gesellschaftlichen Gruppen, die Steinwiesen nach vorne bringen. Ich bedanke mich auch bei meinem zweiten Bürgermeister, Bruno Beierlatzer, bei meinem dritten Bürgermeister Thomas Reisig, bei den Fraktionschefs Jürgen Eckert und Jürgen Teuling für die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat. Für uns ist wichtig, dort Sachentscheidungen gemeinwohlorientiert zu treffen. Dies ist uns in den letzten Jahren in hervorragender Weise gelungen und das war auch der Grund dafür, dass wir zwar nicht so oft in den Schlagzeilen standen, aber unsere Hausaufgaben vor Ort gemacht haben. Das ist wichtig. Für mich gilt der Grundsatz oder das Kunststück, dass wir fertigbringen müssen, die Wünsche und das Machbare zu trennen. Wir haben uns stets am Machbaren orientiert und deshalb möchte ich mich auch bei meinen Mitarbeitern im Rathaus bedanken. Sie sind der erste Ansprechpartner für Sie, wenn Sie Probleme haben oder etwas wissen wollen. Gehen Sie auf die Mitarbeiter zu, denn unser Grundsatz im Rathaus lautet, Dienst für Sie, für die Menschen zu leisten. Nochmals mein Dank an alle, die uns unterstützt haben, an das Ehrenamt. Und natürlich wünsche ich mir für das Jahr 2018, dass wir alle gesund bleiben, dass wir die Herausforderungen, die auf uns zukommen, annehmen und gemeinsam auch umsetzen.
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr Ruhe, Gelassenheit, sich selbst mal nicht so wichtig zu nehmen und auf die Dinge zu achten, die wirklich im Leben wichtig sind. Ich wünsche Ihnen nochmals Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr. Der Herrgott unterstützt uns. Gott schütze unsere Heimatgemeinde Steinwiesen, genau wie Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Herzlichen Dank. Alles Gute im Jahr 2018.